Herzlich willkommen zurück zu Infinite Warfare. Wir spielen die Server. Keine Ahnung, wie die heißt. Die haben ja alle komische Namen. So. Ach, wir spielen ja. Oh, wir suchen zerstören. Stimmt, ja. Ganz langsam hier vorgehen. Die letzte Folge. Die wird auch nicht länger gemacht, glaube ich. Okay, gut. Doch, die wird doch ein bisschen länger. Ich sehe schon 13:0. Ich bin anscheinend eingestiegen irgendwo. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, denn. Also das ist ja wirklich das, was ich an diesem Spiel auch ziemlich hasse. Man weiß nicht, ob man in eine Lobby kommt oder ob man ja neu anfängt halt irgendwie. Weil hier ist das ja wirklich so. Gib mir die Bombe, du. Wer hat die Bombe? Wer denn? Der da! Los! Okay, der will, glaube ich, zu A gehen. Kann er machen. Wir spielen übrigens normal, das steht ja auch im Titelbild. Im Titelbild. Richtig gehoben hier. So, der ist weg schon mal. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung mehr. Hab ich vergessen. Auch nicht schlecht. Jawohl, hat er gut gelegt. Ich habe jetzt nicht vergessen, was ich sagen wollte. So, letzten Kill gemacht. Oh, Alter, Maul, ey. Fresse. Habe ich den gekillt? Diesen Imadonutz, oder wie der auch heißt? Ja, tatsächlich. Deswegen ist der so ausgerastet. Finde ich witzig. Und ich bin sogar, wow, mit einem Kill unter den, okay, mit zwei Kills unter den ersten drei. Ich habe nur eine Runde mitgespielt, richtig. Ja. Kann man dann machen. So, jetzt kommt noch eine Runde, weil, ja, ich glaube, eine 2-Minuten-Folge ist ein bisschen zu kurz. Nur ganz, ganz, wirklich ein bisschen zu kurz. Ach komm, das bisschen Saft, da hätte man noch reinschießen können. Neue Befehle vom Kommando. Frontier oder Mayday? Mayday wär, ist eigentlich richtig gut in Suchen zerstören. Das macht richtig Spaß. Wir sind zu viert. Okay, cool. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt fällt mir gerade wieder ein, dass wir jetzt zu dritt sind. Super. Wir haben bestätigte Koordinaten. Nee. Und zwar, man erkennt nämlich nicht halt, ob man halt schon in der Lobby drin ist oder nicht. Weil man kommt hier eh in dieses, ja, in diese Lobby halt immer rein. Man sieht dann die ganzen Leute, dann kommt ein Countdown. Und dann wird man eh doch reingeschmissen. Das ist ja bei den anderen CODs nicht so. Wenn man da auf Spiel suchen geht, da wird man sofort in eine Lobby reingeworfen. Da steht ja meistens auch an den Seiten, dass die alle Level 1 sind angeblich. Aber hier ist es ja wirklich so, man wartet noch diese Zeit ab, so als wenn ein normales Spiel anfängt. Das finde ich ein bisschen dumm gemacht. Oh, und guckt mal hier, das Sabotage-DLC erscheint bald. Mensch, am 31. Januar zuerst für die PlayStation. Und enthält vier neue Mehrspielerkarten, die eh nicht mehr kommen werden. Und zwar Neure, Neon, Renaissance und Dominion. Ja. Ey, da steht nichts von Zombies. Ich weiß, dass zwar was von Zombies kommt, aber das finde ich halt immer am geilsten. Die Multiplayer-Maps werden angepriesen, aber am Ende ist doch nur der Zombie-Modus das Entscheidende irgendwie. Das ist ziemlich dumm gemacht, aber gut. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen die UMP, weil da habe ich für auch einen Scheidämpfer. Spiele suchen zerstören eigentlich selten ohne Scheidämpfer. Und hier bei dem COD ist das eigentlich... Okay. Bei dem COD ist das halt eigentlich ganz gut gemacht, dass der Schalldämpfer nicht wirklich viel weniger Schaden macht, so wie bei anderen CODs. So, ich bleib mal bei B und leg mich mal in die Ecke. Ja, doch, ich habe einen guten Radius auf alles. Naja, mal gespannt, wie das neue COD wird. Eigentlich interessiert das mich ja nicht wirklich. Aber vielleicht ist es ja mal ein COD, wo es nicht so viele Sniper gibt und was trotzdem so... Was?
Bitte kill den. Der war so scheiße, der muss gekillt werden. Dankeschön. Boah, bei den kriegt man aber auch Augenkrebs, ey. Alter. Bei B war doch gerade einer, oder nicht? Restliche Missionszeit beschränkt. Der hat ein Sandwich als Anhänger. Ein Baguette. Das ist meiner Meinung nach echt von Rainbow ein bisschen geklaut. Mit diesen Anhängern. Oh, jetzt quatscht da wieder irgendein Mongo, ey. So, alle samt die Fresse halten. Die haben es sogar geschafft. Die Bombe wurde entschärft. Ihre Herrschaft steht bevor. Bereiten Sie sich auf die nächste Runde. Ja, das muss man den neuen CODs eigentlich echt lassen, dass es da halt wirklich wenig Sniper gibt. Und wenn es da mal Sniper gibt, dann sind die nicht so krass gut wie bei einem normalen COD, weil man halt... Schöner Abgang. Weil man halt so geil springen kann eigentlich. Aber es müsste echt mal ein COD geben, so wie bei Black Ops 2 anfangs. Was halt normal war, und ich habe wieder nicht die Bombe, ich verstehe nicht warum. Was halt normal war und halt trotzdem nicht so viele Sniper hatte am Anfang. Ja, das war jetzt dumm. Da bin ich nicht vorsichtig gewesen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Suchen und Zerstören spiele. Und das als letzte Folge. Obwohl, ich war bei Battlefield 1 in der letzten Folge auch scheiße. Aber das lag meines Erachtens nach echt so ein bisschen am Spiel auch, dass ich da nicht so gut war. Da müssten jetzt eigentlich gleich zwei Leute kommen. Ja, der erste. Nein, hat er echt noch verloren, ey, das gibt's gar nicht. Boah, das war so knapp. Der hätte wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 10 HP oder so. Ja. Angeblich wurde er von ihm nur einmal getroffen. Suchen und zerstören. Vielleicht sollte ich bei der Map meine Langwaffe nehmen. Oh, was habe ich getan? Okay, gut. Aber die UMP ist halt geil irgendwie. Oder wie sie hier heißt, die Metcalf. So ein dämlicher Name, ey. Klar, der macht mich auch mit der MP platt, auf jeden Fall. Ist klar. Wenn das Hardcore wäre, hätte ich auf jeden Fall einen davon schon gekillt. Ich habe echt noch keinen einzigen gekillt, das ist nicht gut. Ich sollte vielleicht... Was macht der denn da? Manchmal, wenn man manchen anderen Spielern zuguckt, dann frage ich mich echt, was die machen. Der wechselt jetzt zum Beispiel einfach sinnlos seine Waffe. Restliche Missionszeit beschränkt. Okay, das Hinlegen ist jetzt nicht ganz so sinnlos. Ach, da liegt die Bombe, deswegen, oder? Das kann gut sein, dass da die Bombe liegt. Boah, bei dem Gerucke kriegt man echt Anfälle teilweise. Na komm. Wo ist denn der andere? Was für ein Prestige ist der bitte? Der hat irgendwie einen Totenkopf mit Flügeln. Ja, super. Was sagt denn das? Ey, echt, das konnte man bei Teil 2 und bei... Also bei... Okay. Bei Black Ops 2 und bei Black Ops 3 echt noch richtig gut erkennen, was für ein Prestige der ist. Da konnte man sich das wenigstens merken. Von der Farbe her und ein bisschen von der... Okay, ein bisschen verzogen. Das liegt jetzt nicht an der Elgato. Das ist auch bei mir hier so. Suchen und zerstören. Zerstören Sie das Ziel. Bombe. Ich die Bombe? Nee, hab ich wieder nicht, oder? Hab ich wieder nicht? Das gibt's doch gar nicht.
Na komm du nur her. Bitch. Ah, komm her. Assist. Okay, immerhin ein bisschen was geschafft. Ich finde dieses Visier auch ziemlich cool, muss ich sagen. Scheiß. Die Runde ist fast beendet. Passen Sie Ihre Strategie der nächsten Runde. Nicht einen einzigen Kill, das ist echt peinlich. Suchen und zerstören. Ich muss eine andere Waffe nehmen. Ich muss wieder die Flatline nehmen, weil die ist auf größere Entfernung einfach weitaus besser. Boah, halt doch dein Maul, ey. Ey, wer quatscht denn da die ganze Zeit? Das geht doch gar nicht. Ich habe alle auf stumm geschaltet. Was ist das? Das verstehe ich echt auch nicht hier an dem Spiel. Holy! Oh, hab ich mich erschrocken. Boah. Oh ja, geh. Ey. Komm raus, du Bitch. Oder kommt da vielleicht einer? Da hinten war gerade einer. Scheiße. Restliche Missionszeit beschränkt. Nö. Achso, der hat sich zurückgespielt. Okay, gut, ich wollte gerade sagen. Hallo, Boy. Ey, wer. Oh, jetzt kommt da wieder einer dazu, ey, ne? Und mach doch nicht einen auf cool, sondern töte den doch einfach, ey. Wie kann denn das so schwer sein, bitte? Feindliche Bombe bei B platziert. Sie verlieren. Überprüfen Sie Ihre Ausrüstung für die kommende Runde. Oh, weia. Ach, der hat dieses Fußspuren drinne. Wäre eigentlich auch mal clever, wenn ich das hätte, aber ich bin gerade mal Level 18, also Prestige 1, Level 18. Eigentlich sowieso unglaublich, dass ich bei diesen Spielen Prestige gemacht habe, weil ich werde das eh nicht. Ich spiele das eh nicht so häufig. Ich habe mich darauf verlassen, dass dieser Typ da was macht. Aber anscheinend hat er nichts gemacht. Oh, der hat ja eine interessante Tarnung. Das ist aber nicht diese komische Dark Matter irgendwas, oder? Das kann ja gar nicht sein. Weil das, der ist gerade mal Level 33. Der kann doch nicht Dark Matter schon haben. Oder wie auch immer die heißt. Irgendwie dunkle Wolken. Ach, kein Plan. Okay. Restliche Missionszeit beschränkt. Bombe erlangt. Okay, das war schlecht. Da hätte ich jetzt echt gedacht, dass er das schafft. Also, wenn das ja Hardcore wäre, hätte er das geschafft. Weil er hatte auf jeden Fall eigentlich den ersten Hit gesetzt. Mission nicht erfolgreich. Zusätzliches Training empfohlen.
Lol. Okay. Das wäre eine lustige Geste. Krass, dafür habe ich 3 Schlüssel gerade bekommen. Wow. Nicht mal Level 27. Super. Ja gut, 12 Schlüsse sehe ich jetzt auch schon so. Dann können wir uns ja mal neue Listen im Anflug, was? Ach, Abwurfzone, ja, Abwurfzone ist ja nicht so neu. Klasseneditor? Ne, das war hier, genau. Gut. Ich bekomme ja immer nur grau, grau, grau. Ganz selten mal selten. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich jetzt bekomme. Die letzte Kiste für... Oh, oh. Okay, mal was Legendäres. Das ist eine Tarnung? What the fuck? Okay. Also ich habe was Legendäres und was Seltenes. Striker-Körper. Und irgendeine Tarnung für einen Werfer. Können wir uns ja mal angucken. Hier gibt es ja sowieso massig neue. Ja, sieht ganz schick eigentlich aus. So mit den Tiger da drauf, aber... Irgendwie passt das auch nicht zum Werfer an sich. Die Farben sind schön, aber... Das würde ganz gut zu, hierzu könnte das auch ganz gut passen. Oder zu einer... Na, ich weiß nicht. Welche Waffe hat denn so eine große Fläche, sage ich jetzt mal. Zur OMP vielleicht und zu der hier auch. Glaube ich. Hm, egal. Gut. Da war es das jetzt mit Infinite Warfare. Es wird erstmal nicht mehr wiederkommen. Mal schauen, vielleicht irgendwann mal wieder. Keine Ahnung. Mal gucken. Gerade habe ich halt nicht so wirklich Bock auf das Spiel. Und von daher weiß ich noch nichts genaueres. Also, letzte Folge. Bis zum nächsten Video von irgendwas. Rein und ciao. Ich habe noch nicht meine Waffe auf Gold, oder? Okay, doch habe ich. Gut. Haut rein, ciao.